müssen ja ein bisschen Geld verdienen, ne? Soll ich den Chromo-Dingsbums da als Schmied einstellen? Aber der kann ja vom Prinzip her noch gar nicht richtig was machen, oder? Ist das jetzt hier eine Hexenverbrennung oder was wird das jetzt hier? Nein, das ist gemein. Das ist gemein. Hier, wie heißt der? Koroman. Messer und... Wenn du Stock und Stein hast. Okay, mein Dingsbums. Du hast ja 77%. Warte mal. Ich werde nochmal rausgehen. So doll waren deine Dings gar nicht, ne? Crafting gerade mal 1. Fishing und Jagd 2. Wollen wir ihn trotzdem mitnehmen? Wir nehmen ihn trotzdem mit. Wir haben echt... Wir haben echt... Doch, doch. Ich habe nicht... Ich habe... Ich streame einmal in der Woche 3 Stunden. Wir haben da nicht wirklich die Zeit, das jetzt alles noch bis ins kleinste Detail zu tüfteln. Liebe Sigi, 3 Stunden in der Woche, das ist quasi gar nichts. Dann werde ich dem gleich mal managementtechnisch, werde ich den gleich mal hier so ein bisschen Arbeitsplatz zuweisen. Und zwar Schmiede. So. Handwerker. So, dann haben wir den jetzt als Handwerker in der Schmiede. F habe ich gedrückt. So. Dann kann man in dem Gebäude wahrscheinlich auch noch bestimmen, was der Gutste machen soll, ne? Wenn ich jetzt hier gehe auf Gebäude und jetzt hier auf die Schmiede gehe, das mit F ausdingse, dann hier so, dann kann ich gucken. Der könnte Speere und solche Sachen machen. Steinäxte. Was bringt denn am meisten Geld? Sagen wir es mal so. Da könnt ihr ja hier mal 10% Steinaxt, 10% Messer, Speere brauchen Rundholz. Zu teuer. Ja, er könnte eine ganze Menge machen, ne? Würde jetzt quasi 10% Dings machen und 10% sind immer... Ach, da unten stehen die Kosten. Guck mal hier. 5 Stock, 2 Stein wäre beim Häutungsmesser. Und bei der Steinaxt wären das 10 Stock und 2 Stein. Das Problem ist... dass wir die Steine eigentlich gebrauchen könnten, ne? Der wird über kurz oder lang da drinnen nichts mehr finden, richtig? In der Herstellung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hier zum Beispiel, hölzerner Bauhammer, den könnte er machen. Das wären ja nur Stock- und Rundholz. Und hölzerner Speer, ne? Hölzerner Speer nicht. Schaufel. Und auch Rundhölzer. Doch, wir nehmen doch das. Das nehmen wir noch dazu. So, müssen wir mal an unser Lager gucken.
Also beim Hölzer sammeln, das Stöcker sammeln, das kriege ich locker hin. Da habe ich innerhalb von kürzester Zeit alles voll. Nehmen die Fackeln. Fackeln? Management. Gebäude. Schmiede. F. Da. Fackeln. Einfache Fackel und Fackel. Ein Stock, 10 Stroh. Aber nicht, ich nehme nur die einfachen Fackeln, ne? Stock und Stroh. Kann ich? Okay. Kann ich bei der Jagdhütte? F. Manfred ist Sammler, ne? Ah, guck mal hier. Guck mal, Pilze soll der gar nicht sammeln. Der soll nur Fleisch und nur Fleisch und Beeren angehakt. Sammler nur Pilze und Beeren. Ja. Der Sammler, ich habe ja jetzt. Der Sammler nur Pilze und Beeren. Und meine Jägerin, die holt ja nur Fleisch. Aber kein Leder und nix. Jäger muss Leder holen. Ja, hab ich tatsächlich. Salzfleisch gibt es ja nicht, ne? Und Federn brauchen wir auch erstmal nicht. Federn haben wir noch so viel. Aber ich könnte beim Fleisch noch ein bisschen runtergehen und beim Leder ein bisschen höher. Hütte 2, Salzfleisch. Doch, wenn sie Salz hat. Ich habe ja kein Salz, ich bin ja noch nicht in der Dings gewesen, in der Mine. Achso. Warte mal, dann könnten wir doch aber auch. Dann müssen wir jetzt ja tatsächlich bei dem. Delgor, warte mal. Der ist ja. Holzschuppen. Da müssen wir dem aber sagen, dass der Stöcker mitbringen soll, ne? Falls ich da jetzt nicht dran denke, muss der ja ein bisschen Stöcker mitbringen. Welcome back. Doch, wenn du Salz. Ja, so Salz, das habe ich schon gelesen, okay. Dann soll der auch ein paar Stöcker mitbringen, damit der andere da die Sachen in der Schmiede machen kann. Ah, guck. Guck. So. Jetzt haben wir hier nochmal 3 Stöcker. Das ist schon wieder Nacht. Jetzt müsste ja eigentlich in der Jagdhütte was drin sein, ne? Also so fleischtechnisch und so, ne? Zug munter, meine. Warte mal, ich gehe mich waschen. Bevor ich dich anquatsche. Da hinten. Bevor ich dich anquatsche. Also so viel wie in diesen 3 Stunden habe ich mich. Oh Gott, ich bin frisch gebadet. So. Sauber. So. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Wie ein Wildschwein. Was haltet ihr denn davon?
Plus 2. Sie hat es tatsächlich geschluckt. Du siehst heute wunderschön aus. Nochmal plus 5. Und damit sagen wir auf Wiedersehen. Wir wollen unser Glück nicht überreizen. 2 Komplimente müssen reichen. Genau, 2 Komplimente müssen reichen. So. Aber was macht denn eigentlich mein Sammler? Tut er gar nichts mehr. Echt mal. Oder bringt er die jetzt, bringt er die Sachen tatsächlich gleich ins Lager? 27 Steine, 39 Stöcke. Also wir brauchen demnächst echt Steine. Muss ich doch mal hier reingucken. Wie sieht's denn hier aus? Ach, der bringt die tatsächlich gleich hier rein, oder was? Speisemorchel. Oh, guck mal, wie viel Fleisch wir haben. Das ist echt zu viel, ne? Da haben die ja 3 Jahre was zu essen. Ja, deswegen wollte ich jemanden für die Taverne haben. Warte mal, wir machen mal 20. Deswegen wollte ich das für die Taverne haben. Und hier... Habe ich ja reichlich Kohle, ja. Deswegen hätte ich das ja gerne verkocht in der Taverne. Aber da müssen wir tatsächlich nochmal zusehen, dass wir den nächsten da reinkriegen. Und ich werde die Suppe auch definitiv verkaufen. Weil das bringt ja... Ach, Menno. Oh, das bringt ja nichts, wenn das hier hocken bleibt, ne? So. REF. Ich koche immer nachts und verkaufe. Ja. Wie gesagt, wäre noch schön, wenn uns das jetzt auch noch abgenommen werden könnte. Wie ist das jetzt in der Höhle mit der Spitzhacke? Kann ich das schon oder kann ich das nicht? Also habe noch nie so gute Köche gehabt, dass es zum Verkauf reicht. Ich könnte schon in die Höhle. Ich bräuchte eine Spitzhacke. Die kann ich aber nicht herstellen. Die müsste ich kaufen. Die erste kaufen bei Unigost. Ich sag doch, Taverne macht nie so viel, dass du selber nicht kochen musst. War traurig, ne? Kann man auch 2 Tavernen haben? Ja. Dann könnte ich auch Taverne Nummer 2, also Stufe 2, quasi daneben stellen. Okay, Andrina kommt auf Ideen. Andrina kommt auf Ideen. Warte mal, von der Suppe könnten wir jetzt gerade mal was futtern. Da beißen wir uns gerade mal nicht ab. Stufe 2 hat 2 Köche. Okay. Dicke Suppe. Die nehmen wir mit. Kaufen wir und dann halt kochen wir noch mal ein bisschen. Ei, der Daus. Also rein theoretisch kann man sich wirklich übers Kochen das Geld verdienen. Man muss nicht 1000 Millionen Beeren haben. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich noch mal Gas geben müsste, wären die Quests. Hat die jetzt wieder Geld? Das ist ja neue Saison, ne? Hat die wieder Geld oder ist die immer noch pleite? Ne, die hat wieder Geld. Siehst du hier.
Hast mal ein bisschen dicke Suppe, guck mal. Kannst du an deine Dorfbewohner weitergeben. Lesnica 440. Ach, du himmlische. Da war ich noch nie, ne? Wir waren in Denica, wir waren in Baranica und Branica waren wir auch schon. Rolnica und Lesnica waren wir noch nicht. Und hier unten waren wir auch noch nicht. Lesnica. Ja, ich würde sagen, Ingame-Tag nächster setzen wir uns dann, machen wir uns auf den Weg. 1246 Geld haben wir. Dann kochen wir jetzt noch ein wenig und dann machen wir uns mal auf den Weg, eine Spitzhacke zu erobern. Oder was sagt ihr? Wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Nehmen wir uns noch ein Süppchen gleich mit auf den Weg. Und vor allen Dingen können wir dort dann gleich auch nochmal die Suppe verkaufen in Lesnica, die wir jetzt heute Nacht kochen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Ah, 67 Fleisch. Oh Gott. Ehrlich jetzt. Jetzt habe ich gerade genauso viel Kohl mitgenommen wie Fleisch. Das ist egal jetzt. Ja, dann werden wir jetzt mal die Nacht kochen, ne? Was das Zeug hält. Mal. Habe ich nur die Hälfte mitgenommen. Also das Geld für die Spitzhacke gibt auch Punkte. Ja, okay. Also das Geld für die Spitzhacke, haben wir zusammen. Das wäre nicht das Problem. Dann müsste man, wenn ich jetzt den Jens richtig verstanden habe, einen Schuppen, also ein Ressourcenlager, direkt vor die Dings bauen. Darf ich das so einfach? Also, er hat ja gesagt, er macht es einfach so. Also Ressourcenlager vor die Tür. Alles klar. Es ist da hinten Wald. Ja, da war Wald, ne? Da kann ich mir das auch da holen, ne? Alles, was ich brauche. Kann man das Ressourcenlager auch mit Stein bauen oder muss man das so bauen, wie es dort ist? Kann man doch auch mit Steine bauen, oder? Alles dort. Hat den Vorteil, dass du auch verkaufen kannst. Nein. Lagerstufe 3 ist Stein. Okay. Stimmt, da oben kann ich auch verkaufen. Bei Baranica oder wie das Ding da hieß. Diese Gebäude sind vorgegeben. Strom mitnehmen. Ja, jetzt muss ich ja sowieso erstmal nach Lesnica, wie hieß das? Lesnica.
Aber ich finde, mit Geduld und Spucke haben wir schon in den wenigen Stunden, die wir spielen, schon ziemlich viel erreicht. Oder nicht? Also ich bin der Meinung, doch, wir haben schon ganz schön was erreicht. So, letzter Tag in dieser Jahreszeit. Ich hoffe, die machen hier kein TÜNEF. Wir gehen jetzt nach Lesnica. Hier wird geschuftet, meine Herren. Und du brauchst nicht die ganze Nacht da in der Taverne rumhopsen. Weib. Ah, schön, dass die Bäume jetzt hier wieder alle wachsen. Das freut mich. Es werden wieder mehr. Die Baumstümpfe verschwinden peu à peu, Stück für Stück. Wir nehmen mal die Axt in die Hand. Toller Chef. Ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Wir müssen ja quasi... Wir sind dort. Wir müssen in die Richtung. So. Wir gehen querfeldein. Ist mir Wurst. Wir werden schon... überleben. Wege sind für Angsthasen da oder für Andrinas. Ei, der Daus, hier ist es nebelig. Hätte ich sagen sollen, Nebel, Angst ist für Angsthasen wie Andrina da. Aber wir gehen querfeldein, ist egal. Wir schaffen das schon. Steine nehme ich jetzt nicht mit, das wird mir zu schwer. Aber sie scannt mit den Augen den kompletten Bildschirm ab, ob da nicht doch irgendwo ein Tierchen lauert. Ja. Wir haben einen langen Fußmarsch vor uns. Wir könnten ja ein bisschen rennen zwischendurch. Aber das verbraucht Essen. Ein bisschen Suppe haben wir noch. Haben wir gerade so schön gekocht. Hier waren Wölfe und Bären und sowas, ne? Beziehungsweise Füchse, ne? Oder andere merkwürdige Sachen. Füchse. Hilfe. Ach, heute nicht. Fuchst du nicht? Fuchst du nicht? Füchse tun nichts, okay. Wolf und Schwein ist böse, okay. Und Bison. Huch, und Hasen tun auch nichts. Ich würde mal behaupten, wir sind auf dem richtigen Pfad nach Denica, aber wir wollen ja gar nicht nach Denica. Wir müssen noch weiter. Und Bär. Bär macht auch Aua. Zwar nicht mir, aber... Mich nervt es, dass der mir so schnell außer Atem ist. Richtiger Weg? Nein, falscher Weg. Menno! Ich glaube, wir rennen mal da oben hoch. Nur wenn du zu nahe kommst. Okay. Wir rennen.
Was soll ich sagen? Ich bin jetzt unterwegs, bin lauf jetzt wieder viel, mache wieder viel. Und mein Rechner wird laut. Oh je. Ganz ruhig, mein Kleiner. So, sind wir auf dem richtigen Weg? Wir müssen weiter darüber, ne? Ja. Dann gehen wir mal querfeldein. In der Hoffnung, dass uns hier nichts passiert. Wie viele Pilze hier rumstehen. Ja, ich könnte sie sammeln. Nein, ich möchte nicht. Da hinten müssen wir hin. Echt jetzt? So weit ist das noch. Tatsächlich. Oha. Oha. Da unten ist eine Wildsau. Die sehe ich von hier. Aber wo eine Wildsau ist, das noch eine weitere. Dann werden wir uns mal auf den Weg begeben. Oh, wie schön das aussieht, ne? So hammer.